Hallo und herzlich willkommen an der HESO 2019. Wir sind für euch wieder unterwegs und fragen Besucherinnen und Besucher, was sie hier hat gelockt und was sie euch an der HESO empfehlen können. Was lockt dich dieses Jahr an der HESO? Also mich dieses Jahr an der HESO lockt eigentlich das Gleiche wie jedes Jahr. Es ist immer ein guter Zeitvertreib, wir haben viel zum Schauen, verschiedene Stände, aber dieses Jahr speziell haben wir auf den Eibenstand gefreut. Ja, immer etwas Neues anschauen. Ja, ich komme schon alle Jahre hierher, von dem her ist es schon fast eine kleine Tradition geworden. Ja. Vor allem, wir wohnen hier in der Nähe und halt, es ist gerade gäbig, wenn man etwas zu essen holen oder einen Ausgang will. Meine Frau kommt von Ungarn hierher. Sie hat die HESO das erste Mal jetzt eigentlich können betrachten. Wir sind jetzt zusammen schauen. Das hat mich eigentlich an die HESO gelacht, ja. Halt, dass man jetzt hier an Zähli rennen kann und so. Und halt, dass man auch Ballon kaufen kann. Ich wohne in Solothurn und ich glaube, wenn HESO ist, gehen wir einfach jedes Jahr schnell vorbeischauen. Was habt ihr schon alles erleben oder gesehen an der HESO? Sicher verschiedene Ausstellungen, verschiedene Geräte, Whirlpools. Sie hat ihre erste Thai-Massage bekommen, wo sie sicher jetzt nie mehr wird verzichten wird. Und sonst sind wir eigentlich am Essen und ein bisschen am Trinken. Ja, Ausstellungen, Seilrennen, gute Pfeten, ja. Tierli, verschiedene Stänge. Ja, etwa so, ja. Wir waren in so einem Raum, wo man halt so hat, wie so eine, sich so ein eigenes Getränk machen konnte, weil man so mit dem Velo fahren und dann hat man das halt so mixen. Ja, viele Sachen eigentlich. So, immer etwa neue Stände und ja, Haufen Grill draussen und so. Wo trifft man euch sicher einmal an der HESO? Schwingerzelt. Ja, sicher im Schwingen und so. Und natürlich auch vor dem HESO-Beck, oder? Der Berliner. Entweder beim Essenstand oder irgendwann rumlaufen. Oh, das wird auch noch eins per Thai-Massage sein, denke ich mal. Ja, ja. Oder heute am Fest, ein bisschen dunkel in der Zelt. Beim Pariser Automobilenstand. Wieso ausgerechnet dort? Weil ich einen der Verkäufer kenne. Der Elektronik, Fernsehen und so. Bitte im Seilrennen. Letzte Frage noch, was ist eure persönliche Empfehlung an unsere Zuschauer? Thai-Massage sicher und ja, geht einfach rumschauen. Heute sicher am Abend auch Party noch, das letzte Mal, oder das zweitletzte Mal. Und genießt es einfach. Definitiv HESO Berliner zu essen. Unbedingt mit denen an HESO Bäckerei Berliner essen. Die sind immer gut. Ja, geht schauen. Das ist interessant. Kommt vorbei. Das ist gut. Hallo die Berliner. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hoffen, wir können lustig machen, auch an die HESO zu kommen und besuchen uns doch an unserem Stand in der Halle 2.